Können wir bitte über pharmazeutische Unterstützung im Heilungsprozess nach toxischen Beziehungen sprechen? Es ist nämlich ein unglaubliches Tabu und ich finde, dass es zu Unrecht ist und dass wir auch mal ernsthaft darüber sprechen müssen, dass es diese Möglichkeit gibt und dass es Momente gibt in eurem Heilungsweg, in denen man das einfach braucht. Und ich kann es einfach nicht mehr hören, dass das dermaßen verteufelt wird, zum Teil sogar von Beratungsstellen, die sich explizit an Menschen, an Frauen am Ende von Gewaltbeziehungen wenden. Wenn du hier neu bist, mein Name ist Sabine, ich führe die Beziehungspraxis Herzmut und wenn du heute per Video dabei bist, dann siehst du mich mal in meinem Wohnzimmer. Ich wollte das schöne Licht heute ausnutzen. Wenn du per Podcast dabei bist, dann freue ich mich, dass du mir dein Ohr heute leihst. Und egal wo ihr seid, bitte drückt auf die Glocke, damit ihr auch zukünftige Beiträge erhaltet, wenn ihr das hier hilfreich findet. Pharmazeutika, sie sind unfassbar verteufelt, immer wieder. Und ich weiß, dass es zum einen so ist, dass ganz viele von euch selber tief drinnen eine Abneigung dagegen haben und sagen, nein, das mache ich nicht, ich muss es allein schaffen. Ja? Gleichzeitig gibt es Leute da draußen, die euch sagen werden, nein, sowas nimmt man doch gar nicht und so weiter. Und ich weiß selber, ich hatte eine Arbeitskollegin in den 90er Jahren, das war einer meiner ersten Jobs, die ich hatte, die so auf Valium drauf war, dass ich mir auch gedacht habe, mein Gott, mein Leben lang will ich nicht so drauf sein, ja. Und dass das natürlich Angst in mir geweckt hat, auch, dass ich jemals sowas nehmen müsste oder sollte. Und das wollte ich einfach nicht. Und ich weiß, dass es ganz vielen von euch ähnlich geht, dass ihr sagt, nein, ich muss es ohne Pharmazeutika schaffen. Aber, und here's the catch, ja, in dieser ganzen Geschichte. Wenn du wirklich längere Zeit in einer toxischen Beziehung warst, beziehungsweise vielleicht auch nur kurz dafür, aber in einer sehr stark ausgeprägten toxischen Beziehung warst, dann kann es sein, dass du Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung entwickelst. Und ohne jetzt tiefer darauf einzugehen, woran du das erkennen könntest, möchte ich heute einfach mal festhalten, es gibt so viele Coaches da draußen, die sagen, ja, bleib coachbar. Dann kommst du durch diesen Prozess durch. Die sagen, ah, ja, Therapie ist nun mal kein Honigschlecken und der Heilungsweg dauert einfach mal und da muss man durchtauchen und da muss man die Zähne zusammenbeißen und du kannst es schaffen. Und ich möchte dir heute sagen, ganz klar, dass wenn du da drinnen steckst in so einem Heilungsprozess und dich gerade durchkämpfst, und eigentlich gar nicht mehr weißt, wo hinten und vorne ist und fünfmal am Tag mit EFT arbeitest, mit Meditationen arbeitest, mit Breathwork an das Thema dran gehst, vielleicht in einer Membership wie meiner drinnen bist, in der wir uns dreimal monatlich live treffen, um an diesen Themen zu arbeiten und jeden Tag auf der App austauschen können, und uns gegenseitig unterstützen können. There is only so much you can do. Es gibt einfach nur ein gewisses Volumen an Heilungsarbeit, das du alleine schaffen kannst, beziehungsweise in Unterstützung mit Gruppenarbeit und in Unterstützung mit Einzelarbeit schaffen kannst. Und das alles funktioniert super, wenn du gerade therapiefähig bist. Therapiefähig zu sein bedeutet aber auch ein gewisses Level an psychischer Belastung nicht zu überschreiten. Und das ist der Punkt, über den niemand da draußen spricht und der mich wirklich unfassbar aufregt, weil die Wahrheit ist die, wenn du in einer toxischen Beziehung warst und da jetzt gerade rauskommst, ist die Chance groß, dass außer Krisenintervention bzw. Stabilisierung deiner Psyche, deines gesundheitlichen und emotionalen Zustands, viel mehr wird nicht drinnen sein. Und ich sage dir ganz ehrlich, die Menschen, die bei mir in der Gruppe sind, ja, die in unserer Membership teilnehmen, bleiben über Monate und oft kann ich über Monate zuschauen, wie das Einzige, was sie tun, das ist, dass sie sich stabilisieren, 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 stabilisieren. Und dann erst kann der Heilungsprozess beginnen. Und das ist super, wenn du belastungstechnisch irgendwo im Bereich von, ich arbeite immer gern mit Skalen und arbeite mit einer Skala von minus 10 bis plus 10 und solange du irgendwo im Bereich von minus 5 aufwärts bist, kann dir das alles super helfen und wird dir auch helfen. Wenn du drüber bist,
wirst du es ohne Begleitung auch im Einzelgespräch, also ich glaube, nicht schaffen. Ich will dir nicht den Mut oder den Wind aus den Segeln nehmen, aber ich will auch wirklich, dass du ein realistisches Bild davon hast, wo stehe ich, was schaffe ich, was brauche ich. So, wenn du aber sagst, meine Güte, ich bin auf einer minus 10. Ich schaffe es nicht mehr, meinen Tag zu strukturieren. Ich habe unkontrollierte Weinkrämpfe. Ich kann nichts essen, ich kann nichts trinken, ich kann nicht schlafen. Ich habe teilweise 10, 15 Kilo Gewicht abgenommen. Ich kann mich nicht mehr um meine Kinder kümmern. Ich bin nicht mehr arbeitsfähig. Ich falle von einem Krankenstand in den nächsten. Und du glaubst dann noch immer, dass du mit den ganzen Techniken, egal ob sie somatischer Natur sind, ob sie Gesprächstechniken sind, was auch immer, dass du mit dem allein weiterkommst, ganz ehrlich, das ist total ehrenwert. Ich möchte es wirklich so sagen, es ist ehrenwert, dass du es so probierst und du gehst die extra Meile damit, die trotzdem nicht immer zum Erfolg führt. Und ich weiß, unter diesem Beitrag werden ganz viele Leute schreien und sagen, oh, wie kannst du das machen, wie kannst du dich für Psychopharmaka aussprechen? Ich kann euch das sagen. Die Leute, die bei mir sind, und ich erkenne sie sofort, die in einer posttraumatischen Belastungsstörung drinnen stecken, die haben keine andere Chance, weil wenn du nicht therapiefähig bist, nutzen dir alle diese Tools gar nichts. Weil das Einzige, womit du beschäftigt bist, ist, von in der Früh bis am Abend zu überleben und vielleicht aus deinem Freeze-Zustand halbwegs rauszukommen, damit du wenigstens in einem Functional Freeze landest. In diesem Zustand kannst du nicht heilen. Wenn du zu weit abgerutscht bist, und das ist nicht deine Schuld, es ist dein System, das der Belastung irgendwann nicht mehr standgehalten hat, das den traumatisierenden Erlebnissen, die du hattest, einfach nicht mehr gewachsen war. Wenn das so ist, dann ist der Zeitpunkt da, an dem ich dich wirklich ermutigen möchte, geh zum Psychiater. Du musst es eh nicht selber erkennen. Es muss auch dein Hausarzt nicht erkennen und auch nicht deine beste Freundin oder deine Eltern oder dein Partner oder irgendwer anders. Aber geh zu einem Facharzt, geh zu einem Psychiater, lass dich untersuchen, beschreibe alle die Symptome, die du hast. Versuch so offen und ehrlich damit zu sein, wie du es kannst, weil ganz viele Menschen haben so viel Scham rund um die Symptome, die sie zeigen. Entwickeln so viel Scham und trauen sich gar nicht, alles zu sagen, was sie haben. Aber ich weiß, dass ich Leute habe, die am Balkon stehen und sich überlegen, nicht hoch genug. Ich weiß, dass ich Leute habe, die da stehen und sich jeden Tag am Abend mit Alkohol in den Schlaf bringen, weil sie von allein nicht mehr einschlafen können. Und ich sage euch ganz ehrlich, bevor ich an dieser Kante entlang schramme, mache ich es lieber kontrolliert. Und kontrolliert bedeutet mit medizinisch ausgetesteten, auch von Ärzten begleiteten Therapieplänen. Und das geht nur, wenn wir dieses Stigma oder dieses Tabu von Psychopharmaka auch aufweichen. Und zwar aufweichen im Sinne von niemand, den ich hier kenne, geht vorschnell zum Arzt und sagt, oh, ich hätte gerne mal Schlaftabletten oder ich hätte gerne einen Angstlöser oder sonst was. In meiner Wahrnehmung gehen 90% der Leute zu spät oder gar nicht, die eigentlich gehen sollten und sich zusätzlich von einem Psychiater auch wirklich fachärztliche Hilfe holen sollten. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig anzuerkennen, wenn du schon ganz lang drinnen bist in diesem toxischen Sog, ja, und versuchst deinen Weg daraus zu finden und irgendwie das Gefühl hast, ich schaff's nicht und ich weiß aber nicht, warum ich mach, dann kommt da nämlich nur eine zusätzliche Quelle von Belastung, weil du dir denkst, ich mach so viel und krieg's trotzdem nicht gebacken. Wie kann denn das sein? Ja, es kann sein, dass es ein Zeichen dafür ist, dass du trotz aller Hilfsangebote einfach gar nicht in der Lage bist, die Therapiearbeit, die Heilungsarbeit, die es braucht, zu machen, weil du zu stark belastet bist. Und ich weiß,
wie es bei mir war. Ich weiß, ich habe damals auditive Wahrnehmungen gehabt, die nicht da waren. Ich habe Stimmen gehört. Und das ist etwas, das mir Jahre später erst klar geworden ist, weil es mir dann ein anderer Therapeut mal klar gemacht hat, dass das ein Zeichen für vorübergehende Schizophrenie war und dass das wiederum das Zeichen für vorübergehende Schizophrenie ein typisches Zeichen für eine posttraumatische Belastungsstörung war, was ich, oder noch immer ist, aber ich habe es ja nicht mehr, deswegen war, wodurch mir erst Jahre später auch klar geworden ist, dass ich selber in einer Traumabelastung drinnen war, was mir währenddessen gar nicht klar war. Und ich habe so lange gekämpft, um da rauszukommen und habe selber einfach, ich habe zum Teil heute noch, 15 Jahre später, gehen mir heute noch Gedanken auf, zum Teil auch, weil die Psychologie weiter ist und die Wissenschaft weiter ist, aber zum Teil denke ich mir heute noch so, ah, das ist eine Erklärung, so hätte man das auch sehen können, das ist auch so einer der Punkte, was damals passiert ist. Das sind Symptome, die ich gezeigt habe. Unfassbar. Deswegen bitte, wenn du dich bemühst und tust und machst und das Gefühl hast, egal was du tust, es geht nicht so schnell, wie du es gerne hättest. Und es geht nicht so gut, wie du es gerne hättest. Und du probierst aber wirklich schon dein Bestes und du bist auch schon mehrere Monate dran. Ja? Beziehungsweise auch so natürlich, also wenn du merkst, dass du suizidal bist, bitte geh am ersten Tag. Ja? Da wartest bitte nicht Monate. Und wir müssen auch über das sprechen. Wir müssen über diesen Wunsch sprechen. Aber dazu mache ich einen eigenen Beitrag noch, weil sonst wird mir das hier zu groß. Für heute, lasst euch bitte nicht einreden von eurem Umfeld, schon gar nicht von, so wie es einer Klientin von mir passiert ist, von einer Beratungsstelle für Opfer von psychischer Gewalt, die sich eigentlich auskennen sollten, die die gesamte Geschichte von meiner Klientin oder zumindest große Teile von meiner Klientin kennen und ihr dann gesagt haben, wie sie sie gebeten hat, dass sie sie unterstützen auf der Suche nach einem Psychiater. Na, das machen sie nicht. Weil wenn sie, solange sie arbeiten gehen kann, wird sie ja wohl auch schaffen, dass sie den Rest des Heilungswegs auch noch geht. Dass die jeden Tag am Abend zu Hause sitzt und nicht mehr weiß, wie sie sich irgendwie über Wasser halten soll. Jeden Tag am Abend zu Hause sitzt und eigentlich in die Suizidalität abrutscht. Ja? Das kriegen sie nicht mit. Dass die jeden Tag am Abend da sitzt und eigentlich nicht mehr weiß, was das ganze Leben für sie bringen soll. Wurscht. Ja, und da muss ich euch ehrlich sagen, lasst euch nicht entmutigen. Lasst euch nicht entmutigen von irgendwelchen Leuten, wenn ihr auch nur einmal den Impuls habt. Es gibt euch eh der Psychiater und nicht ihr. Wenn der Psychiater der Meinung ist, ihr habt vielleicht doch kein, wie soll ich sagen, ihr seid nicht dafür gemacht und es ist nicht medikamentös, es ist nicht, nein, es, anders muss ich sagen, es ist nicht medizinisch indiziert, ja, dass er euch Medikamente verschreibt, dann wird es euch eh nicht geben. Aber lieber einmal zu viel zum Arzt gehen und sagen, ich kriege es einfach nicht mehr gebacken, lassen, das sind meine Symptome. Und dann zu schauen, was sagt ein Spezialist, der sich wirklich damit auskennt, zu euren Symptomen. Ich verspreche euch, es wird euren Heilungsweg unglaublich, unglaublich weiterbringen, weil er euch auch sagen kann, das und das ist los, das und das sind die Symptome, die sie gerade zeigen. Das heißt aber auch für dich, dass du dann rausgehen kannst und sagen kannst, okay, dann brauche ich aber auch vielleicht Tools, die genau in diese Richtung zugeschnitten sind. Naja, so wie ich sage, in unserer Heilungsgruppe gibt es ein großes Angebot von Meditationen über somatische Arbeiten, über analytische Herangehensweisen, dass wir wirklich auch versuchen, alles, ja, alles, alle Mittel und Methoden, die wir in unterschiedlicher Ausprägung gerne nehmen, um zu heilen, dass wir auch alles immer wieder abdecken. Und wenn das für dich vielleicht interessant ist, dann trag dich gerne auf unsere Warteliste ein. Du findest den Link unter jedem meiner Beiträge in den Shownotes unten und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du vielleicht deine Erfahrung mit diesem Tabu von Medikamenten, von medikamentengestützter Therapie. Ja, weil es geht schon darum, auch sich nicht nur die Medikamente zu holen, sondern dann natürlich auch entsprechend die Therapiearbeit zu leisten. Aber
Wie sind denn deine Erfahrungen damit und vor allem auch, was hast du denn im Umfeld für Erfahrungen damit gemacht? Weil was ich mitkriege, ist, dass bei uns in der Gruppe ganz viele Leute sagen, sie haben es auch erst geschafft zu heilen, wie sie sich Medikamente geholt haben und dann die ganzen Übungen und Masterklassen und Workshops, die wir haben zum Beispiel gemacht haben oder eben in Einzelarbeit gekommen sind. Und dass sie aber auch von ihrem Umfeld leider mit ganz viel Unverständnis, ihnen mit Unverständnis begegnet worden ist. Und das ist etwas, das ich mir wirklich anders wünschen würde, weil wir machen uns das Leben hier selber schwer, wenn wir nicht zugeben können, wenn es an einem Punkt ist, wo man es allein einfach nicht mehr schaffen kann. So. Für heute, danke fürs Zuhören. Wenn ihr wen kennt, der diesen Beitrag brauchen könnte, teilt es bitte. Sharing ist wirklich caring in dieser Sache. Und wir sehen uns bald. Alles Liebe. Tschüss.